Ich wollte Vogelstimmen hören, wenn ich das Fenster öffne. So beschreibt mein heutiger Gast Judith Rakers ihre Sehnsucht, von der Stadt aufs Land zu ziehen. Sie lebt jetzt nah am Naturschutzgebiet außerhalb von Hamburg und ist mittlerweile Selbstversorgerin. Aber nicht nur das. Ihre Leidenschaft fürs Homefarming hat dazu geführt, dass sie seit dem Abschied aus der Tagesschau nicht gerade mehr Freizeit hat. Im Gegenteil. Bücher, Online-Magazin, Online-Shop, Podcast. Ihr Wissen über ihre Leidenschaft ist gefragt. Es ist schön, dass sie mit Blick auf ihre Stute, ihren Garten, die Wiese und die Hühner Zeit gefunden hat, mit mir zu sprechen. Herzlich willkommen, Judith Rakers. Ja, vielen Dank. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch. Sie haben vor kurzem einen Preis bekommen für Ihr Homefarming-Projekt, die Goldenen Plogger, einen Digitalpreis. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, da freue ich mich auch sehr drüber, weil das ja wirklich mein Herzensprojekt ist, was ich da umgesetzt habe mit einem kleinen Online-Magazin. Es ist ein kostenloses Magazin, ein Online-Magazin, ein multimediales www.homefarming.de ist die Webadresse und da kann jeder, also wie gesagt, kostenfrei Informationen bekommen zum Gemüseanbau, zur Hühnerhaltung im Garten und auch leckere Rezepte und Tipps zur Zubereitung und Haltbarmachung. Das ist also wirklich mein Herzensprojekt, was ich da verwirklicht habe und dafür haben wir den Goldenen Plogger bekommen. Das ist ein Herzensprojekt und ich habe jetzt gedacht, nach der Tagesschau haben Sie vielleicht ein bisschen mehr Zeit und so, aber was ich mir jetzt so im Vorfeld, als ich mich beschäftigt habe mit Ihrem Leben, oh Gott, ich habe mir gedacht, wie macht die Frau das? Das ist ja Wahnsinn. Das wird ja immer mehr. Das stimmt. Ich habe auch gedacht, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit hätte, wenn ich aus dem Schichtdienst raus bin bei der Tagesschau. Aber noch deutet es sich nicht an. Das kennt man ja, ne? Man schafft Platz so rum und schon wird dieser gefüllt von irgendwie anderen tollen Dingen, wo man auch nicht Nein sagen möchte. Also ich bin tatsächlich immer noch voll im Tun und von morgens bis abends am Arbeiten und auch gerne auch an den Wochenenden, weil ich jetzt gerade mein viertes Buch geschrieben habe, also den zweiten Band von meinem Kinderbuch und mich natürlich weiterhin um das Online-Magazin kümmere und wo man übrigens auch einen Podcast hören kann. Das ist auch ein Online-Magazin zum Hören. Unglaublich. Das ist so multimedial. Genau. wir haben eine kleine Produktreihe oder ich habe eine kleine Produktreihe aufgelegt mit meinem kleinen Team hier, wo es um Saatgut geht und handgeschmiedetes Werkzeug, Produkte, die in Deutschland und Europa produziert werden und alles so Gartenbedarf. Und das ist ehrlich gesagt viel Arbeit, weil ich da tatsächlich von vorne bis hinten auch an jedem Produkt mit dabei bin, beim Aussuchen der Lieferanten, bei den ganzen Gesprächen, bei dem Verpackungsdesign. Wir wollen auf Plastik verzichten, wollen wiederverwendbare Verpackungen da eben auch schaffen. Und das ist ganz schön viel Recherchearbeit. Also ich bin da im Moment wie so ein kleines Trüffelschweinchen unterwegs. Man merkt dem Produkt natürlich auch die Detailverliebtheit und das Liebevolle an. Und ich glaube ja immer, dass Leidenschaft für etwas auch irgendwie belohnt wird. Und wahrscheinlich ist es auch jetzt. Die Menschen spüren, da ist halt viel Wissen, viel Leidenschaft, viel Arbeit dahinter. Also das spüren die Menschen. Ja, das ist schön, dass sie das spüren, weil das wirklich so ist. Also ich schreibe jeden Text für unsere Verpackungen, für unsere Produkte selber und feile da wirklich dran rum und wach nachts auf mit einer neuen Idee, die ich noch unterbringen möchte. Und wir verwenden zum Beispiel im Online-Magazin nur echte Fotos, die hier auf meiner kleinen Farm auch entstanden sind. Es gibt da ja auch so Fotodatenbanken im Internet, ne? Wir könnten uns das ganz einfach machen und gibt man das Wort Brokkoli ein und dann bekommt man Millionen Fotos von Brokkoli, aber ich habe halt den Anspruch, dass es mein Brokkoli ist, der in meinem Magazin ist. Und insofern ist es wirklich sehr detailverliebt, tatsächlich, ja. Aber eben dadurch auch, ja, ich glaube auch dadurch sehr echt und authentisch und ich hoffe eben auch immer, dass die Leserinnen und Leser oder Userinnen und User oder Hörerinnen und Hörer, wer auch immer, auf welchen Kanälen jetzt mein Homefarming verfolgt, dass sie das einfach spüren, dass das von vorne bis hinten einfach echt ist und dass ich das so lebe und darüber berichte und dass meine Begeisterung für das Homefarming und für den Gemüseanbau einfach ja ganz authentisch ist und ich also tatsächlich wirklich versuche, diese Begeisterung zu teilen und Menschen zu motivieren, es auch mal auszuprobieren, weil es einfach so unglaublich glücklich macht. Sind Sie denn gerade auf Ihrer kleinen Farm?
Ja, genau. Ich bin gerade auf meiner kleinen Farm, sitze hier im, ich habe so ein Gartenhäuschen, da habe ich einen Raum umgebaut als Podcast-Studio. Hier habe ich auch meinen Homefarming-Podcast produziert vorletztes Jahr, wo ich mit den Hörerinnen und Hörern, auch kostenfrei übrigens, gibt es überall, wo es Podcasts gibt, durchs ganze Gartenjahr gehe und immer Tipps gebe umsonst, was jetzt zu tun ist im Garten. Dann kommen die Schädlinge, was könnt ihr am besten tun, wenn ihr keine Chemie einsetzen wollt, und möglichst nachhaltig, aber auch pragmatisch. Also ich bin ja jemand, ich versuche Bio und Pragmatismus zu verbinden. Ich will nicht auf alles verzichten, ich möchte mein Leben bereichern mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und das kann man sehr gut, wenn man ein bisschen was selber anbaut. Da kommt die Ostwestfälin durch, habe ich so das Gefühl. Also man sagt den Ostwestfalen, und ich hatte mal einen Chef, der war Ostwestfale, den ich sehr gemocht habe, dass die sehr pragmatisch seien. Das stimmt, das stimmt. Es wird uns nachgesagt, uns Ostwestfalen, dass wir sehr pragmatisch seien. Ja, das stimmt. Also wir versuchen immer, den kürzesten Weg zum Ziel zu finden und das Problem sehr schnell zu zerlegen in seine Einzelteile, um es dann lösen zu können. Ja, ohne viel Schnickschnack und so. Das stimmt, ja. Aber ich bin ja nun auch schon sehr lange in Hamburg. Also das Hamburgerische, das hat ein bisschen abgefärbt, ne? Ja. Wenn Sie jetzt da in diesem Gartenhäuschen sitzen, es gibt ja keinen städtischen Wasseranschluss. Sie haben alle dort einen eigenen Brunnen, und aber es gibt Internet. Ja, genau. Es ist zwar nicht sehr super, es ist nicht super verlässlich. Ich habe wirklich mit vielen Experten hier versucht, das Beste rauszuholen, mit irgendwelchen Verstärkern und so. Mein Nachbar versucht es jetzt gerade über so eine Art Satellitenschüssel, das Internet zu kriegen. Da gibt es eben noch so Anbieter. Der testet das gerade, weil es wirklich, also wenn man abends mal was streamt, ne, auf einer der bekannten Plattformen, Netflix, Amazon Prime oder so, dann, also der Film wird mehrfach unterbrochen. Dann nicht durch die Werbung, sondern durch Internetausfälle. Auch das trägt zur Entschleunigung bei, sozusagen. Richtig. Und ich glaube, das kennen ja viele Menschen, die auf dem Land leben, dass das nicht so verlässlich ist. Und wir reden immer über Glasfaser. Und es gibt so viele Regionen in Deutschland, wo noch nicht mal irgendwie langsames Internet verfügbar ist, verlässlich. Also wir sind ja hier relativ nah dran an Hamburg, deswegen geht's noch. Aber es ist auch nicht zu 100% immer da. Aber es ist eben so, ich lebe hier halt ein bisschen weiter draußen, ne, direkt am Naturschutzgebiet. Das ist so Außenbereich, hier ist irgendwie auch keine offizielle Siedlung. Das sind so vier ehemalige Landarbeiterhäuser, die sich halt verschiedene Leute dann umgebaut haben in den letzten 60, 70 Jahren. Jeder so ein bisschen anders, mit großen Gärten, das ist das Schöne. Und die Nachbarn haben auch alle irgendwie dann Pferde und Tiere im Garten, und viele haben Hühner, ich ja jetzt auch. Und gerade ist das Pferd auch zu Besuch, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke von dem Gartenhaus, in dem ich sitze, um den Podcast, also um deine Stimme jetzt hier aufzuzeichnen, unser Gespräch, dann sehe ich meine kleine Stute, wie sie im Garten auf der Weide grast und total glücklich ist, und ich kann die Hühner sehen, die am Zaun stehen und das Pferd neugierigst beobachten, weil das für die Hühner das absolute Highlight ist, wenn das Pferd zu Besuch ist. Also jetzt sind wir voll dabei, weil das ist natürlich wunderschön, sich das vorzustellen. Also es ist nichts erfunden, sondern es ist alles wahr. Ich habe auch gerade Ihr Buch vor mir, da sind Sie mir sozusagen auch nah, auch wenn ich Sie jetzt nicht richtig sehen kann. Nur mal kurz, ich bin auf dem Stand 13 Hühner, die Stute, das Fohlen, also zwei Pferde und drei Katzen. Oder hat sich was verändert? Nee, es sind im Moment nur noch 10 Hühner, weil ich drei Hähne abgegeben habe. Also ich hatte letztes Jahr sind drei Küken geschlüpft und es waren alles Hähne. Und da ich schon den Vaterhahn hatte und die Jungs untereinander, das ist manchmal wie im echten Leben, sich nicht immer so gut verstehen, es kann da ja offensichtlich immer nur einen Chef im Ring geben, musste ich ein gutes Zuhause finden für die drei hier geschlüpften Küken und habe das auch geschafft. Also als sie dann so ein Jahr wurden und dann auch so Flügge wurden und anfangen wollten, auch die Damen dazu besteigen, ist natürlich der Vaterhahn eingeschritten, da gab es dann immer Streitereien. Und dann habe ich sie vermittelt in gute Hände. Und ich habe jetzt gehört, dass einer der Hähne, den ich vermitteln konnte an einen Züchter, der hat das Zeug zum Champion. Das wusste ich natürlich nicht, weil ich mich nicht so gut auskenne. Ja, und zwar nicht in der Weitergabe seiner Gene, sondern er nimmt jetzt an einem Hähne-Krähwettbewerb teil. Das ist doch unglaublich. Das gibt's wirklich. Da treffen sich
Ja, und er kommt aus ihrem Hof. Er kommt von meiner kleinen Farm und mir ist ein ausgeprägtes Organ durchaus aufgefallen morgens zu nachtschlafender Zeit. Aber dass er das Zeug zum Champion hat, das wusste ich nicht. Und jetzt drücken wir ihm natürlich hier auf der kleinen Farm alle die Daumen, dass er den Wettbewerb auch gewinnt. Ne? War das denn so gleich Liebe auf den ersten Blick, wenn man so sich für so einen Schritt entscheidet, dann schaut man sich ja verschiedene Grundstücke mit kleinen Häusern an. Und als sie das gesehen haben, hat da ihr Herz gleich höher geschlagen? Ja, total. Also ich habe mir tatsächlich sehr viele Häuser, bestimmt über 2-3 Jahre angeguckt, weil ich diesen unglaublich starken Wunsch hatte, aufs Land zu ziehen, aus der Stadt raus. Ich habe also wirklich mitten in der Stadt gewohnt, in so eine 4. Etage, ne, Altbau, umgeben von anderen Hochhäusern, irgendwie mit 6-7 Etagen. Also es ist ja noch moderates Hochhaus, aber schon Beton, ne, und mitten in der Stadt und viel Verkehr. Und wenn du die Fenster geöffnet hast, hast du halt Autos gehört. Und ich wollte so gerne, wenn ich die Fenster öffne, Vogelstimmen hören. Und Grün um mich haben. Und dann habe ich wirklich lange gesucht und habe mir vieles angeguckt, auch im Süden von Hamburg. Aber da hat man immer das Problem, dass man durch den Elbtunnel muss. Und da ist so oft so ein fieser Stau, den man auch gar nicht einschätzen kann. Der kann eine halbe Stunde dauern, aber auch 5 Stunden. Das ist wirklich völlig uneinschätzbar. Und da ich damals ja noch bei der Tagesschau war, als ich mir ein Häuschen gesucht habe, war für mich klar, ich kann nichts machen, was mich davon abbringt, pünktlich zur 20 Uhr Tagesschau zu erscheinen. Und ja, deswegen habe ich dann irgendwann im Norden von Hamburg gesucht und wirklich einen großen Radius angelegt und habe dann dieses kleine Häuschen gefunden. Und alle Häuser, die ich mir angeguckt habe, hatten natürlich so Vorteile und Nachteile. Ne? Und ich habe dann so Listen gemacht, weil ich eben pragmatische Ostwestfälin bin, so mit Vorteilen und Nachteilen. Und am Ende stand bei diesem Häuschen eben nur ein einziger Nachteil, und zwar, hier muss man 3 alte Hühnerdamen übernehmen. Ja. Ich wollte nämlich damals keine Hühner. Ich fand, das war alles noch ganz anders. Da hatten sie noch gar keine so diese Liebe zu Hühnern entdeckt. Ne? Ja, das ist ja Unwissen oft, was wir haben. Wir wissen zu wenig über Dinge. Das stimmt, absolut. Ich bin zwar sehr, sehr tierlieb und wir hatten noch immer irgendwie Haustiere, auch als Kind schon. Ich bin ja auch sehr ländlich aufgewachsen, da hatten wir auch Katzen, wobei die mehr so draußen waren. Wir hatten einen Hund und meine Freundin hatte damals schon einen Pony und ich hatte dann später auch eins, als ich dann 13 wurde, so in meiner Jugendzeit und immer im Urlaub auf dem Ponyhof. Also ich war schon von vielen Tieren immer umgeben, aber Hühner waren nun wirklich, also überhaupt Vögel. Ich konnte diese Bewegungen nicht einschätzen und immer wenn ich mal bei Dreharbeiten für eine Reportage in so einen Hühnerstall musste, habe ich eigentlich gedacht, oh nee, ich will nicht, weil dann sind die da so rumgeflogen und geflattert und ich fand das irgendwie, dann haben die sich auf meinen Kopf gesetzt und ich wollte das alles nicht. Und deswegen war ich auch nicht begeistert, als die hier, als klar war, dass wenn ich dieses Haus haben möchte, dass ich dann die 3 alten Hühnerdamen mit übernehmen muss, weil die waren so alt, dass die Besitzer die nicht mehr umsiedeln wollten, weil die haben gesagt, jetzt auf ihre alten Tage, ne, das verkraften die nicht gut, weil die wirklich so, die waren schon sehr, sehr alt. Also die waren schon zwischen 10 und 12 Jahren, das ist uralt für einen Huhn. Und dann habe ich gesagt, ja okay, dann ist, wenn das der einzige Nachteil ist bei diesem Haus, dann kümmere ich mich jetzt darum. Und dann habe ich angefangen, mich einzulesen in das Thema Hühner. Das fängt bei mir manchmal so akademisch an, weil ich mir dann was so theoretisch erstmal drauf schaffe. Und dann habe ich so viel gelernt über die Hühner und war so begeistert, was die alles können und also Dinge, die ich auch nicht für möglich gehalten hätte. Mhm. Und dann habe ich mich richtig verliebt, also schon ganz theoretisch in die Hühner und war dann ganz enttäuscht, als ich das Haus dann ein halbes Jahr später endlich übernehmen durfte und einziehen durfte, dass die Hühner alle weg waren. 2 Ach, waren tatsächlich verstorben an Altersschwäche. Das ist eine tolle Geschichte. Und das dritte haben sie dann abgegeben an einen Bauern, weil Hühner sollten halt nicht alleine, ne, als Einzeltier gehalten werden. Ja, und dann hatte ich hier ein Haus mit einem großen Garten und Hühnerstall und Gehege und die ganzen, ich sag mal, die ganzen Facilities waren ja da, nur eben keine Hühner mehr. Genau, und das ganze Wissen, was sie sich drauf geschafft haben. Ja, das auch. Und dann war für mich klar, wenn ich hier einziehe und mein erstes Projekt war ja der Gemüsegarten, ne, der Umbau von einem Ziergarten in einen Nutzgarten. Und dann war für mich klar, dass da noch wieder Hühner einziehen müssen. Und so begann diese große Liebe zu den Tieren, die jetzt dazu führt, dass hier jeden Sommer auch Küken schlüpfen. Ja, und ich finde das so unglaublich. Die kann man also auf den Arm nehmen und man kann mit ihnen kuscheln. Das so intensive, tolle Begleiterhühner. Das ist unglaublich. Ja, das ist sehr rassespezifisch. Also grundsätzlich würde ich sagen, sind Hühner jetzt keine Kuscheltiere. Ne? Also wenn man jetzt für sein Kind ein Kuscheltier, das ist eine Katze viel besser, ne? Oder ein Hase vielleicht sogar. Also die meisten Hühner finden das jetzt nicht so toll, wenn sie angefasst werden. Aber es gibt so ein paar Rassen, zum Beispiel Seidenhühner, die sind
sind sehr kinderfreundlich und da, die werden ganz schnell zahm. Und dann wird es vielleicht so einer gewesen sein. Wenn man die dran gewöhnt, es gibt noch ein paar andere Rassen, ne? Aber wenn die zum Beispiel auch nicht mit einer Glucke aufwachsen, also mit einer Mama-Huhn, was immer dafür sorgen wird am Anfang, dass der Mensch ein bisschen weiter weg bleibt, so, also einfach aus Schutzinstinkt. Wenn die zum Beispiel im Brutkasten groß werden und man die von Anfang an als Küken auch in der Hand hat und so, dann verlieren die halt total die Scheu natürlich vor dem Menschen, ne? Und vor den Händen. Und dann kann man die auch auf den Arm nehmen. Also ich habe drei Hennen von mir auch aus einer Haltung, wo Kinder waren. Und die haben die Hühner auch ganz normal greifen können, auf den Arm nehmen können. Das haben die Hühner auch über sich ergehen lassen. Den Gast, den ich mal hatte, der meinte, seine Kinder, die gehen nach der Schule sofort in den Hühnerstall. Und dann springen die Hühner, so hat es mir erzählt, auf den Schoß der Kinder. Mhm. Und die verbringen einfach dann einen innigen Moment. Und das ist für die Kinder so nach der Schule einfach so ein toller Moment. Also das fand ich so schön, dieses Bild, ne? Ja, ich hatte eine Henne, die hat das auch von sich aus gemacht. Die habe ich Schatzi genannt. Die sprang auch sofort auf meinen Schoß. Aber ich habe jetzt, also von 10 Hühnern, die bei mir alle Naturbrut groß werden, ist jetzt nur eins so, dass es von sich aus ankommt und kuscheln will. Die anderen sind so, die kommen, ne, fressen aus der Hand und die suchen auch immer den Kontakt zu ihrem Menschen. Also wenn ich Richtung Gehege gehe, kommen die angaloppiert. Und das ist so lustig, weil die halt mit ihren zwei Beinen dann immer so von rechts nach links wiegen. Und je schneller die laufen, desto schneller, also stärker wiegen die sich von rechts nach links. Das sieht wirklich zum Schreien aus. Ja, man hat sofort gute Laune. Also die kommen immer an, die wollen dabei sein, die rennen hinterher, die nehmen teil am Leben. Jetzt, wo das Pferd da ist, stehen sie da am Zaun und beobachten das die ganze Zeit. Die sind sehr, sehr aufmerksam, ne? Also es ist schon toll, mit denen zu leben. Ja, es ist halt auch, aber es ist sehr, sehr interessant im Moment. Also ich habe die Sehnsucht auch so in die Natur. Ich habe zum Glück, ich wohne auch in der Großstadt, aber am Rande der Großstadt, am Wald, habe einen Hund und allein was die Natur mit uns macht, ist unfassbar. Und ich spüre diese Sehnsucht nach Natur und ursprünglichem Leben. Ja, bei vielen, ne? Vielleicht nicht bei allen. Ja. Also es gibt ja auch noch viele Menschen, die gerne in der Stadt leben und die das auch wollen, das urbane Umfeld. Bei mir war es, glaube ich, einfach eine Frage des Alters. Also ich habe, bis ich 20 war, sehr ländlich gewohnt, also bis ich 18 war, dann bin ich da raus und bin nach Münster zum Studium. Das ist jetzt auch keine Großstadt, ne? Auch eine sehr grüne Stadt, Fahrradstadt, aber es war schon mal für mich irgendwie mehr Metropole als Bad Lippspringe, der kleine Luftkurort, aus dem ich komme. Und dann bin ich halt nach Hamburg und fand das großartig. Und als ich auf die 40 zuging, da hat sich einfach immer mehr der Wunsch in mir breit gemacht, dass ich mehr Natur um mich herum haben will. Und das sehe ich tatsächlich bei einigen auch meiner Freundinnen und Freunde, dass sie so, ich sag mal, in der zweiten Lebenshälfte bin ich ja jetzt dann auch schon deutlich, dass man da irgendwie auch die Ruhe schätzt und das nicht mehr so braucht, ne? Dieses ständig verfügbare Nachtleben, die Kneipenstruktur irgendwie, ne? Das Kulturleben, weil man nicht mehr immer auf dem Switch gehen muss, ne? Sondern das auch mal einfach mag, mit Freunden zu Hause sitzen, grillen, in den Sternenhimmel gucken und so. Und das ist mir halt zunehmend wichtiger geworden. Und deswegen war es für mich auch ganz wichtig, mir das wieder in meinen Alltag zu holen. Und das stelle ich tatsächlich bei vielen fest, aber nicht bei allen. Klar, was es zeigt, dass sie, also für mich jetzt so von außen, einen guten Blick haben für das, was ihnen gut tut. Also wenn ich mir jetzt überlege, irgendwann haben sie gespürt, nee, ich will wieder irgendwo in die Natur. Sie scheinen ein ganz gutes Gefühl für ihr Wesen, für ihre Seele, für ihren Körper zu haben, für ihre Wünsche. Ja, ich glaube, das habe ich tatsächlich ein ganz gutes Gefühl für mich, weil ich mir auch zwischendurch, also ich bin zum Beispiel kein Mensch, der ständig abgelenkt werden muss, ne? Von außen. Also ich bin auch wirklich, ich bin gerne unter Menschen, bin auch sehr gesellig, aber ich bin auch gerne mal alleine und auch mit mir. Und überlege dann auch mal, wie geht's mir eigentlich und ist das alles noch so richtig, wie es ist. Und in diesen Momenten, glaube ich, kommt dann auch so eine Klarheit einfach für die eigenen Wünsche. Und also für mich ist das ist sicherlich auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber für mich ist das gut, wenn ich zwischendurch mal gucke, ob das alles noch so passt, ob ich das alles noch so will, ne? Weil manchmal lebt man ja mit den Konsequenzen einer Entscheidung, die man vor 20 Jahren getroffen hat. Ja, klar. Also bei der Tagesschau war das so, ich war 19 Jahre da, ne? Und dann, Wahnsinn.
Irgendwann jetzt mit meinen ganzen anderen Projekten, also ich schreibe die Bücher, ich halt geschrieben, wenn ich von der Frühschicht nach Hause kam. Normalerweise geht man dann ins Bett. Ich habe dann die Bücher geschrieben. Ich habe sie nachts geschrieben, zwischen den Sendungen, in der Nachtschicht. Ich habe meine Sachen konzipiert, mein Podcast dann zwischen Tür und Angel am Wochenende habe ich auch gearbeitet, aufgenommen. Und es war einfach so, dass ich so viele Herzensprojekte dann irgendwann hatte, die ich einfach nicht mehr unterbringen konnte in meiner Freizeit. Und dann musste ich eine Entscheidung treffen. Will ich mich jetzt auf meine Herzensprojekte konzentrieren und damit auch auf mein Unternehmertum? Oder bleibe ich weiter in diesen Strukturen, in denen ich seit 19 Jahren bin? Und dann habe ich mich eben mutig für ist ja kein Neuanfang, aber für einen anderen Schwerpunkt, so würde ich es nennen, für einen anderen Schwerpunkt in meinem Leben entschieden. Ja, und Sie werden immer noch, das kriegen Sie wahrscheinlich auch mit, also von vielen vermisst. Also es ist ja schon unfassbar, also für Sie selbst, das spüre ich ja, ist es eine super Entscheidung gewesen. Aber es ist wirklich Wahnsinn, wie nah sich viele Menschen Ihnen immer noch fühlen und auch gefühlt haben. Ja, das ist aber auch, glaube ich, ganz normal, weil wir natürlich auch in einer, also Regelmäßigkeit auch ins Wohnzimmer kommen, ne, bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, also Tagesschausprecher. Also wenn man jetzt als Schauspieler 2-3 große Filme hat im Jahr, ist das ja schon viel, ne? Und dann ist das immer ein Fernsehabend. Und wir sind halt mehrfach die Woche bei den Menschen zu Hause als Tagesschausprecher. Ich sage immer noch wir, weil es ja so lange Zeit, wie süß, ja, Teil meines Lebens war. Aber das ist doch auch so eine lange Zeit. Ja, 19 Jahre. Gibt es denn eigentlich noch es gab doch irgendwie zwei Hähne, mit einem, der eine hieß Jan und der andere Giovanni. Gibt es die noch oder mussten die leider ihr Leben lassen? Giovanni ist heldenhaft gestorben im Kampf mit dem Habicht, weil er die Hennen beschützen wollte, seine Damen. Und das würde der echte Giovanni, mit dem ich 3 nach 9 moderiere, Giovanni Di Lorenzo, der Chefredakteur der Zeit, sicherlich auch tun. Sich für seine Damen in die Bresche schlagen. Und der andere Hahn, das war tatsächlich ein hier geborener Sohn, der hieß Hofer, nach Jan Hofer. Ach so, nicht, ja, ja, klar. Und das war auch einer der Hähne, den ich dann irgendwann abgeben musste, weil es einfach, wie gesagt, immer nur einen Hahn im Gehege geben darf. Verstehe, ja. Aber das ist, das muss man, Sie sind ja noch in 3 nach 9 zu sehen. Und das ist wirklich, also das geht, glaube ich, nicht nur mir so, aber Giovanni Di Lorenzo und Judith Rakes, also ihr beide, das ist ja gar nicht so einfach, ne? Also ich weiß, wovon ich spreche, auch im Radio gibt es ja Doppelmoderation und das kann man nicht mit jedem Mann und wahrscheinlich ist es im Fernsehen auch so, aber ich finde, ihr beide, ihr seid wirklich ein tolles Moderationspaar. Dankeschön. Ja, arbeiten auch wirklich sehr, sehr gerne zusammen. Und haben uns jetzt auch, also 13 Jahre lang natürlich auch zusammenraufen können, ne? Also, ja, ach stimmt, klar. Ja. Wir haben ja nur 10 Sendungen im Jahr, so viel ist es ja gar nicht. Deswegen, es vergeht immer relativ viel Zeit zwischen den Sendungen. Aber wir sind eben auch befreundet und treffen uns auch mal außerhalb der Sendung. Und das hilft natürlich, ne, wenn man sich dann gegenseitig vertrauen kann und sich auch gut kennt. Total. Und auch weiß, wie reagiert der andere in bestimmten Situationen. Ne? Wo kann man helfen? Wo lässt man es mal lieber laufen? Ne? Also so als Team will man ja auch das Beste dann auch geben für die Sendung. Ne? Ja, und, natürlich. Oder 14 Jahre sind es, glaube ich, muss man nachrechnen. Also auch bei der Tagesschau, ne? Ich habe ja erst gerechnet für die Pressemitteilung, als ich gegangen bin, wie viele Jahre das jetzt schon sind und habe dann festgestellt, meine Gott, das sind 19. War das wirklich so 19? Lange? Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, so vom Gefühl erst so 14 oder so oder 13 vielleicht. Ja. Und bei 3 nach 9 hätte ich gefühlt so 7 oder 8 gesagt, aber es sind da eben auch schon 13 oder 14. Das ist ja auch das Schlimme, ne? Je älter man wird, irgendwie diese Zeit, also man spricht ja irgendwann von Dekaden und es fühlt sich an wie ein Wimpernschlag. Wahnsinn. Die Zeit ist so, ist so relativ, ne? Und dann, man erschrickt ein bisschen, ne? Weil man, es wird ja dann auch hinten raus, ich bin schon noch ein bisschen älter als Sie, hinten raus wird es ja auch immer weniger, ja? Und mein Mann, der hat mal irgendwie gesagt, weißt du, Silvia, du musst dir sagen, so viel Sommer habe ich noch zu leben. Und das ist so hart, aber ich finde das gut, weil dann wird einem klar, also ich meine, das Leben ist endlich, ja? Und wenn man das aber dann mal in Sommer, oder in Frühling, je nachdem, ja, oder in Ernten vielleicht bei Ihnen, dann merkt man, okay, so wenige Sommer habe ich also noch. Also rein, man muss dann so ein theoretisches Alter annehmen. Aber ja, es ist, man muss aufpassen. Das Leben ist halt, man muss deshalb lieber Entscheidungen treffen. Ja. Ne, die halt, weil irgendwann die Jahre, die wie sagt man, rinnen vorbei oder und ja.
Ja, ich habe neulich einen Freund besucht in Berlin, der früher in Hamburg gelebt hat. Und wir haben uns irgendwie so ein bisschen, also wir haben immer Kontakt gehalten per WhatsApp, ne, oder mal geschrieben, telefoniert. Aber wir haben uns einfach total lange nicht gesehen, weil das war dann Corona. Ja. Und er ist auch viel in Südafrika und dann eben in Berlin. Er ist Universitätsprofessor. Und ich habe ihn dann besucht. Endlich haben wir es wieder geschafft. Und dann standen wir voreinander und haben uns überlegt, wie lange wir uns jetzt eigentlich nicht wirklich echt gesehen haben. Und dann kamen wir auf die Zahl 4 Jahre. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, genau das, was Sie gerade gesagt haben. Ich habe dann gesagt, ey, wenn wir jetzt noch 40 Jahre leben, und das ist ja, ich meine, ich bin 48, dann bin ich ja schon 88 geworden. Das ist ja ein stolzes Alter dann, ne? Ja, wenn wir uns in diesem Zeitabstand jetzt nur noch sehen, dann können wir uns noch genau 10 Mal sehen, bevor wir sterben. Und dann, der hatte Tränen in den Augen. Ja. Wir haben beide fast angefangen zu heulen, weil uns das so bewusst wurde. Und dann haben wir uns direkt nach 3 Wochen wieder verabredet, weil wir uns... Nee, also... 10 Mal ist zu wenig, das müssen wir ändern. Das geht nicht. Ja, aber es ist, manchmal ist es ganz gut, ne, dass man so, ne, so sofort entsteht dann daraus so, ach, wir müssen uns öfters treffen. Aber es ist, wir blenden das ja, es ist wahrscheinlich auch menschlich, dass man so Dinge ausblendet. Man lebt und denkt, ach, das Leben ist unendlich, wenn man das Glück hat, gesund zu sein und Ja, aber genau. Ist halt nicht. Ne? Ja. Das stimmt, ist halt nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, auch richtig, wenn man versucht, zumindest seine Träume zu leben und seinen Sehnsüchten irgendwie auch gerecht zu werden. Auch wenn das bedeutet, dass man mal alte Zöpfe abschneiden muss. Ganz genau. Ich habe ja, Sie sind ja Bestseller-Autorin und haben ja 3 Bücher, ne? Sind es jetzt, glaube ich, insgesamt. Genau, 3 Bücher sind erschienen und das 4. habe ich gerade geschrieben. Oh, über was geht das 4.? Darf man das schon verraten? Ja, das 4. also ist jetzt tatsächlich der 2. Band von meinem Kinderbuch. Ah, sehr schön. Ja. Weil, also in meinem Kinderbuch geht es um meinen kleinen Kater Jack, der auf meine Farm zieht, wo ich selber gerade erst eingezogen bin, ist die echte Geschichte im Übrigen, und da versucht, Freunde im Garten zu finden. Er lernt dann alle Tiere kennen, man lernt dann ganz viel, also die Kinder lernen ganz viel über die Tiere im Garten, und er beobachtet mich beim Gemüseanbau. Was dazu führt, dass die Kinder so ganz nebenbei auch lernen, wie das geht. Und am Ende des Buches können die halt selber Gemüse anbauen und wissen auch, was man gegen Schnecken tun kann und gegen Wühlmäuse. Es hat sich aber so nebenbei ganz spielerisch ne? vermittelt. Richtig. Ja. Und das Feedback war so toll. Es hat so viele Leserinnen und kleine Leserinnen und Leser gefunden und große Vorleserinnen und Vorleser, dass ich, dass ich tatsächlich jetzt schon beauftragt wurde vom Verlag, das nächste Buch zu schreiben. Und das wird eine rasante Abenteuergeschichte. Wow. Habicht und Fuchs greifen an. Ja, das Tolle ist ja auch, dass man, also gerade Kinder sind ja, Sie werden es bestimmt auch schon mitbekommen, erst durch die Reaktion, und vielleicht waren auch schon Kinder bei Ihnen auf der kleinen Farm. Aber das ist ja, weil Sie haben ja auch so kleine Boxen, wo auch für Kinder, ne, wo die halt dann was säen können. Ja, und, genau. Und wenn man als Kind dann halt, das ist ja auch für unsere Erwachsenen schon wie ein Wunder, ja, aber wenn die dann sehen, ich mache da hier Samen rein in die Erde und dann kommt was dabei raus, das ist ja, das ist so toll. Kinder sind so dankbar dafür, ne? Das ist lebt man das Wunder mit. Total. Also ich habe bei mir auf meiner kleinen Farm, baue ich ja ganz viel seltenes Gemüse an, ne, und besondere Sorten. Das heißt, die Kinder sind sowieso erstmal total platt, weil die haben in ihrem Leben aus dem Supermarkt noch nie einen blauen Kohlrabi gesehen. Die haben noch keine Tomate gesehen, die Haare hat wie ein Pfirsich. Die haben noch keine Kartoffel gesehen, die gepunktet ist und aussieht wie ein Clownfisch, ne, oder lila eine weiße Streifen hat. Und das wächst halt alles bei mir auf der Farm, weil ich da ganz besonderes Augenmerk drauf lege. Und deswegen ist die Begeisterung erstmal einfach über diese Farbigkeit und das Anderssein da. Ne? Und dann legen meine Hühner ja auch türkisfarbene Eier und schokobraune und welche mit Punkten. Das kennen die Kinder dann auch nicht aus dem Supermarkt. Und die sind alle weiß, man, die sie kennen wahrscheinlich. Oder beige, ne? Genau. Oder beige, ja, klar. Und schon hat man die Aufmerksamkeit. Und dann ist sofort da, oh, was ist das denn? Und kann ich das mal probieren? Und es ist so einfach, ne, Kinder zu begeistern für dieses Wissen, was Natur und Tiere angeht. Und wenn ich überlege, ich hatte Bio-Leistungskurs, ich habe das nicht gewusst, ne, dass Hühner, also verschiedene Hühnerrassen, unterschiedlich farbige Eier legen. Ich wusste es nicht. Ja, nee, ich habe es in der Schulzeit auch nicht. Ich habe so vieles in der Schulzeit. Ich hatte auch Bio bis zum Abi, und aber so vieles habe ich nicht gewusst. Ne? Wo man doch so, eigentlich ist man so dankbar, ja. Also dass man, ja, schade, das müsste man viel mehr. Aber ich glaube, da wird auch viel gemacht. Also da, ne, es gibt schon tolle Lehrer, Lehrerinnen, die halt da wirklich die Kinder mitnehmen und so. Aber da kannst du die Kinder, kannst du durch solche Dinge, da lernst du so nebenbei. Das nimmst du einfach so mit. Ne? Ja, wenn es um Tiere geht und um Natur und Essen. Ja. Also wie jetzt meine Nachbarskinder, die essen plötzlich freiwillig Gemüse, ne?
Ja, weil die bauen das jetzt selber an, die haben das gelernt. Na klar. Ja. Und ich habe denen dann Saatgut, so kam ich auch darauf, eine Kinder-Saatgutbox zu machen. Ich habe denen dann Saatgut rausgesucht, was halt ganz einfach anzusehen ist, ne, weil zum Beispiel Erbsen sind ja ganz große, also sind ja, die Erbsen sind ja das Saatgut, die können kleine Kinderhände auch gut greifen und einsehen. Genau. Ne? Es ist viel einfacher als jetzt zum Beispiel Möhrensamen, der super, super klein ist, ne, wo man ja gucken muss, nur alle 4-5 Zentimeter. Ist nicht so einfach für ein Kind. Also im Umgang damit, im Handling. Und dann haben die halt da ihre Erfolge und dann sind bei mir auch die Erbsenschoten dann lila und innen drin sind dann grüne Erbsen und dann kann man die direkt vom Strauch naschen. Und das sind alles so Momente, die dazu geführt haben, dass die Kinder jetzt plötzlich freiwillig sich total gesund ernähren und irgendwie Spinatpfannkuchen so wollen und so. Ja, und, aber im Grunde erinnert mich das auch so ein bisschen an Sie, weil viele denken jetzt auch, die Judith, die war schon immer so ökologisch drauf und so. Nein, Judith Rakers hat sich jahrzehntelang von Tiefkühlkost, kann man so sagen, ne, ernährt. Ja, und Ravioli-Dosen, also dem Inhalt von Ravioli-Dosen. Und dann, und der Papa lacht, glaube ich, heute noch, also, oder er kann nicht verstehen, was mit seiner Tochter passiert ist, ne, diese Wandlung. Hier stimmt, er lacht bis heute, dass ich ein Kochbuch geschrieben habe. Mein zweites Buch. Genau, das steht ja auch in dem Kochbuch drin. Das fand ich so süß. Ja, ich gehe da ja sehr offen mit um und sehr ehrlich, dass ich halt keine Ahnung von Gemüseanbau hatte, noch bis vor 7 Jahren. Jede Pflanze bei mir eingegangen ist, ich keinen grünen Daumen hatte. Und dass ich auch nicht kochen konnte und mich wirklich nur von Tiefkühlkost ernährt habe, weil ich bei meinem Vater aufgewachsen bin und bei uns spielte Kochen einfach irgendwie keine Rolle in unserem Zusammensein. Wir hatten da irgendwie andere Problemchen, dass wir da durchkommen als Vater-Tochter, gespannt mit einem Vollberuf. Berufstätigen Vater. Und das ist also wirklich erst jetzt durch meinen Umzug aufs Land in mein Leben gekommen und dann erstmal in mein ganz privates Leben. Ne? Also ich habe einfach das für mich gemacht mit dem Anbau und dann lernen, wie macht man eigentlich Marmelade, wie kocht man das ein, wie macht man das haltbar, wie legt man eine Erdmiete an, wenn man keinen Keller hat. Also diese ganzen Dinge habe ich ja mir selber beigebracht. Und dann hat das einfach, weil ich darüber gepostet habe auf Instagram und Facebook, so viel Interesse hervorgerufen, dass ich da in den Austausch gegangen bin erstmal. Und dann habe ich immer mehr Follower dazu bekommen, weil sich so viele Leute davon offenbar angesprochen gefühlt haben. Also Menschen, die auch Anfängerinnen und Anfänger sind und die auch gesagt haben, oh, endlich mal jemand, ne, der irgendwie auf meinem Niveau mir das erklären kann. Ganz weil so genau. Viele Gartenbücher werden ja von Experten geschrieben und dann sind da auch immer so Fachbegriffe drin und dann werden viele Fragen, finde ich, oder fand ich damals nicht beantwortet. Und dann habe ich mein Buch geschrieben, mein erstes, was ich wirklich auf Augen, also als Anfängerin für Anfänger. Und ich bin da ganz offensiv mit umgegangen und habe gesagt, ich konnte es auch nicht und ihr habt wahrscheinlich genau diese Fragen, folgende, und sie können nicht doofer sein, welche Erde kaufe ich im Baumarkt? Welchen Sack Erde muss ich nehmen? Ist das Pflanzerde, ist das Tomatenerde oder ist es Gemüseerde, wenn ich jetzt Tomaten anpflanzen will? Unterscheidet die sich überhaupt? Und diese Fragen, ja, wie oft muss man überhaupt was nachdüngen? Kann man Karotten auch vorziehen oder pflanzt man die an Ort und Stelle? Also solche einfachen Fragen werden dir in keinem Gartenbuch normalerweise beantwortet. Ja, weil die zu einfach wahrscheinlich sind. Ein Koch, der ein Kochbuch schreibt, der erklärt dir auch nicht mehr, wie du Wasser zum Kochen bringst. Ja, stimmt, das ist ein gutes Beispiel. Ja, aber... Oder jemand, der nie kocht, der weiß auch nicht, anschwitzen der Butter und so. Ja, das sind alles, da scheitert man schon irgendwie. Richtig, wenn du keine Ahnung hast, scheiterst du daran. Und das war, glaube ich, so, ist auch mein Erfolgsrezept, dass ich da wirklich da ansetze, wo ich selber angefangen habe. Nämlich bei unter Null, bei -3 so ungefähr. Und dann eben zeige, wie es geht. Und ich habe das auch geschafft, mir einen kleinen Selbstversorgergarten anzulegen. Und man kann auch auf dem Balkon ganz viel machen, sogar in der Wohnung kann man ganz viel anbauen. Und das zeige ich alles in meinen Büchern. Und deswegen, glaube ich, ist das so erfolgreich. Zusätzlich mit der Sehnsucht der Menschen, vieler Menschen nach Natur. Ne? Weil sie einfach jetzt ganz pragmatisch sehen, okay, so einfach ist es. Ja, ich kriege das neben meinem Job hin. Und ach so, Hühner sind wirklich so wenig Arbeit, dass man vollberufstätig sein kann und trotzdem 10 Hühner halten kann. Mensch, das ist ja toll. Das mache ich auch. Ja, genau. Und das ist bei einem erwerbstätigen Bauern, wundert man sich ja nicht, dass der Hühner hat. Da denkt man ja gut, das ist ja auch sein Job. Aber wenn ich das irgendwie hinkriege, dann motiviert das halt viele Menschen und eben auch die Kinder. Ne? Die sehen ja auch, ich wusste das nicht, ich konnte das nicht, schreibe ich auch in meinem Kinderbuch. Da spiele ich so eine Nebenrolle und da beobachtet mich der Kater, wie ich mir das alles drauf schaffe und auch nicht weiß, was ich jetzt machen soll, wenn die Schnecken kommen. Und das ist so ein gemeinsames Lernen dann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, der so viele da anspricht.
Also was hat sich für Sie so, also Sie essen ja jetzt auch ganz anders, ne? Also ich meine, vorher war es mit dem Einkaufen als berufstätige Frau ja immer so schwierig, ne? Und dann haben Sie immer, ja, ich habe Hunger und dann ich muss mir irgendwas bestellen oder so. Und haben Sie gespürt, dass sich was verändert hat jetzt durch diese neue Art der Ernährung? Ja, erstmal esse ich jetzt mehr. Ich esse jetzt mehr, weil mehr da ist. Aber mehr Gesundes, würde ich mal sagen. Aber mehr Gesundes, oder? Das stimmt. Ja, nein, aber also wirklich, als ich mein Kochbuch geschrieben habe, da habe ich erstmal 6 Kilo zugenommen. Das ist ja so gegliedert, dass ich für jeden Monat Rezepte gebe, die man nur aus seinem Garten kochen kann, ne? Ohne exotisches Gedöns. Und es gibt halt in jedem Monat auch ein Dessert. Das heißt, es gibt in diesem Kochbuch, insgesamt sind es über 100 Rezepte, auch mindestens 12 Desserts. Es sind sogar mehr. Um diese 12 Desserts rauszufiltern, was die besten sind, habe ich ja ungefähr 80 ausprobiert. Ne? Arme! Ja, und das musste ich ja auch alles verkosten. Nein, also das ist, es macht, ich habe aber einen großen Spaß daran, auch an diesem Ausprobieren, muss ich sagen. Und natürlich ist es, mein Essen ist viel frischer und gesünder, ne? Weil ich früher, als ich noch im Schichtdienst gearbeitet habe bei der Tagesschau, war mein Problem ja immer, dass ich immer noch dieses hatte, ah ja, jetzt habe ich Hunger, jetzt muss ich was essen, wo ist denn jetzt was? Und dann Blick in den Kühlschrank, oh schade, ist nichts da. Und dann Blick auf die Uhr, oh, die Geschäfte haben ja auch seit 3 Stunden geschlossen. Ja, wenn man nicht in diesem normalen Rhythmus lebt, dass man tagsüber arbeitet und nachts schläft, dann hat man halt ein Problem. Das weiß jeder Schichtarbeiter, ne, mit den Ladenöffnungszeiten. Und so kam das dann, dass ich auch echt immer nur so Tiefkühlsachen dann da hatte. Weil wenn ich da mal was Frisches eingekauft habe auf dem Markt, dann war das immer schon vertrocknet und die Möhre war schon eine Gummimöhre geworden, wenn ich da mal die Zeit hatte, das auch zu verarbeiten. Ja, und das jetzt ist so traurig, gehe ich halt in den Garten und habe das immer alles da. Also ich habe hier meinen super Biomarkt 24/7 einfach verfügbar. Ne? Und wenn du eine Möhre direkt aus der Erde ziehst, die kannst du ja auch bis Ultimo drin lassen. Die muss man ja auch nicht unbedingt ernten. Ich habe die sogar über den Winter schon drin gelassen. Ja. Und habe sie dann im Frühling noch gegessen. Also dann ist die halt super frisch und knackig. Ja. Die wird ja gar nicht zur Gummimöhre. Nee, ne? Das ist echt was anderes hier. Oh, wie toll. Das ist wirklich, ja, das ist ein großer, großer Gewinn an Lebensqualität. Das stimmt, ne? Ja, total. Ja, das ist so schön. Aber man kann alles lernen, ne? Also Papa Richtig. Lacht ein bisschen drüber, aber und gerade mit jemandem wie Sie, der das so einfach einem beibringt, ist das perfekt. Ja, ja, mein Vater hat auch so ein bisschen, er lacht leiser jetzt. Er lacht nicht mehr laut. Nee, also als dieses Buch, also er hat sich ja wirklich lustig gemacht, als ich dieses Kochbuch geschrieben habe. Und als das dann, ich glaube, ich war vor Steffen Hensler und direkt hinter Jamie Oliver in der Bestsellerliste. Boah, und stimmt, Jamie Oliver ist ihm ein Begriff, ne? Und Hensler auch. Und da, also in dem Moment hat er gedacht so, okay, ist vielleicht doch was dran. Und hat er auch mal so reingeguckt. Nein, der ist bestimmt, das ist ja so, er ist bestimmt total stolz auch auf sie, so kann ich mir das vorstellen. Ja, er ist jetzt kein Vater, der irgendwie Zeitungsausschnitte sammelt, ne? Das ist er nicht. Okay. Aber er kriegt das natürlich mit, was ich mache. Wahrscheinlich. Er ist ja auch Ostwestfale, die freuen natürlich sich so mehr nach innen. Natürlich, wollte ich gerade sagen. Die sind so mehr nach innen hin stolz. Oh, Nein. Schön. Nein, nein, er hat sogar jetzt, und das ist, glaube ich, das Größte der Gefühle, er hat ein Hochbeet angelegt. Nein. Ja. Das ist schon, das ist ja ganz klar, woher das kommt. Das ist das größtmögliche Zugeständnis, weil das hatten wir ja nie. Wir hatten nie Zierpflanzen bei uns, also Nutzpflanzen, Entschuldigung. Bei uns im Garten immer nur so blühende Büsche und so. Um die hat er sich dann auch irgendwie gekümmert, damals schon ganz gerne. Und auch sitzt auch gerne im Garten, weil er da auch immer grillt. Das ist sein Liebstes. Aber ein Hochbeet kam für ihn auch in den ersten Jahren, als mein Buch rauskam. Und so habe ich immer, Mensch, mach doch mal. Und das ist total einfach. Und das könnt ihr auch. Und so, nee, und so, das wollen wir nicht. Da haben wir keine Zeit. Hab ich immer gesagt, doch, ich habe doch auch, das schaffst du. Wollte aber nicht. Und jetzt steht seit letztem Jahr ein Hochbeet da. Und zwar auf der Grundstücksgrenze mit seinem Nachbarn. Wow. Die haben das gemeinsam gebaut. Und ich habe schon gesagt, Papa, das ist viel zu klein für euch beide. Wenn ihr angefangen habt, dann wollt ihr sofort ein eigenes. Und so ist es jetzt auch. Ne? Jetzt will er auch ein eigenes eigentlich noch, weil dann kann er noch mehr anpflanzen und so. Das ist eben das einzige Risiko, wenn man einmal anfängt. Ja, ja. Genau, wenn man einmal anfängt und dann, es gibt ja so viel und so. Aber ich fand es beeindruckend, weil es gibt ja wenige, muss man sagen, die, also wenn dann die Eltern, das ist ja nichts Neues, Besonderes heute mehr, dass Eltern getrennt sind und man, aber die meisten wachsen halt bei der Mutter auf. Verändert einen das ein bisschen? Also macht einen das stärker oder selbstbewusster? Also
was haben Sie irgendwie sowas gemerkt im Vergleich jetzt zu anderen Kindern? Weil Sie beim Papa groß geworden sind, hat das irgendwie, waren Sie deshalb ein bisschen resoluter? Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt was mit dem Geschlecht der Eltern zu tun hat. Es hat vielleicht eher mit dem Charakter zu tun. Vielleicht, also mein Vater ist halt total, wie gesagt, total pragmatisch und da wird auch nicht rumgejault, wenn man sich da irgendwie verletzt hat. Da wird da halt ein Pflaster drauf geklebt und so. Und da reißt man sich halt zusammen und da ist man jetzt auch mal mutig. Und mich haben halt dann Sprüche begleitet, wie es ist nicht schlimm, dass du Angst hast. Es ist nur schlimm, wenn du nicht versuchst, deine Angst zu überwinden. Also solche Sachen, ja. Oder der Bessere ist der Feind des Guten. Du musst nicht neidisch sein. Du musst einfach nur versuchen, der Bessere zu sein. Also solche Sachen haben mich irgendwie so begleitet und waren so die, wie es in den Wald, wie man in den Wald hineinruft, du schaltest auch heraus und so. Also solche ganz einfachen Dinge waren so die Leitlinien meiner Erziehung und ich war halt auch viel alleine. Ne? Ich war sehr schnell auf mich allein gestellt, weil ich mit 10 Jahren zu meinem Vater gezogen bin. Der war voll berufstätig und zwar, der war Physiotherapeut, der hatte eine Praxis, der hat nach dem Praxisschluss um 19 Uhr noch Hausbesuche gemacht, ne, bei so älteren Menschen. Und dann kam der oft erst um 21 Uhr nach Hause und bis dahin war ich halt immer alleine. Ich habe ja auch keine Geschwister. Und am Wochenende hat er anfangs auch noch im Sportverein so am Spielfeldrand, ne, die Fußballer verarztet und so. Da war der auch nicht immer da. Und insofern habe ich halt einfach viel Zeit alleine verbracht. Ich musste mich organisieren, ich musste meine Hausaufgaben selber machen oder auch entscheiden, dass ich sie nicht mache. Und das durfte ich halt alles auch selbst entscheiden. Mein Vater hat immer gesagt, solange das gut läuft mit dir und du gute Noten nach Hause bringst, kannst du machen, was du willst. Das ist mische ich mich dann nicht ein. Und das war auch Zeit unseres Lebens, unseres gemeinsamen, auch unsere Verabredung. Und dann habe ich natürlich auch noch so spezifische Sachen gemacht, die vielleicht jetzt Kinder, die bei Müttern aufwachsen, vielleicht nicht so haben. Also im Regelfall. Ich konnte zum Beispiel schon ganz früh nicht nur, ich sag mal, ein BMW vom Mercedes unterscheiden. Ich wusste auch, was der 318er und was der 518er ist und wofür das I steht in der Typenbezeichnung. Und, genau, und Sie haben mit 9 Jahren Autofahren gelernt. Genau, mein Vater fand, dass es besser ist, wenn man sowas Gefährliches später betreiben möchte wie Autofahren, dass man das sehr früh lernt, damit das in Fleisch und Blut übergeht. Er hatte oft auch so seine eigenen, dann zieht er das auch durch, ist ihm auch egal dann, was gilt und was nicht gilt. Das klingt nicht so schlecht, finde ich. Also ich finde das so, also das sind halt so, aber es kann sein, dass es eher so eine Charaktereigenschaft eines Menschen, mehr als das Geschlecht, aber es ist halt doch so, wenn ich mir jetzt überlege, vielleicht ist es auch eine Generationssache, weil die Väter heute, die sind dann doch eher öfters da, aber wenn man so in eine Generation zurückgeht, da waren halt oft die Väter weg und wenn man dann oft gerade bei Frauen, die sagen, ach, ich habe eigentlich so nicht so ein enges Verhältnis zu meinem Vater, weil der war nie da. Also das war, wenn auch ihr Vater weg war, aber ihr habt ein enges Verhältnis. Ihr wart aufeinander angewiesen. Ja, wir haben nicht nur deshalb, wir haben ein super enges Verhältnis, weil er einfach ein ganz fantastischer Mensch ist. Oh, wie also, schön. Also ja, ich liebe meinen Vater über alles. Ja, nein, wirklich. Sagen Sie ihm das auch manchmal persönlich? Ja, das weiß er, das sage ich ihm ständig. Das sage ich ihm ständig. Das sagt er mir auch. Also wir haben wirklich ein ganz liebevolles Verhältnis. Es ist jetzt nicht so, dass ich ihn ständig anrufe. Manchmal beschwert er sich auch, wenn ich mich 2-3 Wochen nicht gemeldet habe. Ich kriege nur noch mit, wenn mir meine Patienten irgendwas über dich erzählen. So, was machst du da eigentlich? Also sowas kommt dann mal von ihm. Aber nee, wir haben wirklich ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Also schön. Also ja, ich hatte auch wirklich, obwohl ich viel alleine war, ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Also wenn ich zurückgucke, da gibt es nichts, was ich ihm irgendwie vorwerfen würde. Und könnte man ja meinen, dass er wenig Zeit hatte oder so, aber ganz im Gegenteil. Kinder spüren einfach, wenn sie geliebt werden. Ja. Und es wird immer wieder gesagt, also wenn man einem Kind vermittelt, sie haben einfach gewusst, ihr Papa muss arbeiten, ja? Er muss ja auch Geld verdienen. Und wenn man das einem Kind, Kinder verstehen das, ja? Also, aber Hauptsache ist Liebe da. Liebe ist natürlich das Zentrale, ne? Und Vertrauen, dass man vertrauen kann. Wenn, ich glaube, es ist auch wichtig, dass wenn dann Zeit da ist, dass man die dann wirklich gemeinsam verbringt. Also wenn man dem, man kann auch viel mehr Zeit haben für sein Kind, aber wenn man dem Kind dann immer das Gefühl gibt, dass es eigentlich gerade stört und man eigentlich gerade was anderes machen muss, ne, und das ist ja leider das Los auch von vielen berufstätigen Eltern, die vielleicht auch zu Hause arbeiten, ne, dass man dann immer, ich glaube, dass das vielleicht problematischer ist, als das, wie das bei mir war, dass der war halt immer weg.
Und dann war er halt da und dann haben wir was zusammen gemacht. Dann war er richtig da. Und dann haben wir Abenteuer zusammen erlebt, waren Zelten zusammen und dann habe ich auch, also den Sommer über habe ich immer im Zelt im Garten geschlafen und dann hat er mir abends immer das Essen dahin gebracht und habe ich mit der Taschenlampe, hat er sich zu mir gelegt und haben wir uns irgendwelche Gruselgeschichten erzählt und so. Also wir hatten halt das auch... Das klingt schön. Ja, so, ich hatte so eine Abenteuerkindheit irgendwie durch ihn auch. Der hat mich vielleicht auch vieles auch so machen lassen, was vielleicht andere oder heute auch Eltern nicht mehr zulassen aus Angst oder so. Ich habe da, glaube ich, eine sehr freie Kindheit auch einfach gehabt. Ja. Ja, ja, dann hat er aber auch schon so, also ich meine, es macht natürlich schon viel aus, wie wir groß geworden sind, aber dann hat er schon auch einen Anteil, vielleicht auch einen großen Anteil an ihrem Erfolg, an dem, dass sie Sachen anpacken, dass ja, sie sagen, natürlich. Ach nee, jetzt, ne, das macht ja Wahnsinn, das muss man sich ja alles auch trauen, da gehört auch Mut dazu. Ja, also ich glaube schon alleine auch der Punkt, dass ich nach meiner Scheidung einfach ganz alleine jetzt mal als Frau aufs Land gezogen bin, auf dieses Grundstück mit diesem riesen Garten, wo ja auch klar war, das ist Arbeit und ich hatte ja gar keine Ahnung von dieser Arbeit. Also ich habe hier, also ich kann ganz gut heimwerken durch meinen Vater, ne, weil das sind halt so Sachen, die wir zusammen gemacht haben. Also ich kann Parkett verlegen, ne, ich kann Dachpappe nageln, ich kann was vertäfeln und so. Ja, das ist aber auch notwendig, wenn man sich auf so ein Projekt einlässt. Richtig. Und das hat mir natürlich total geholfen hier, ne, dass ich das eben auch alles hier, natürlich hatte ich bei größeren Projekten hatte ich Hilfe, ne, zum Beispiel beim Gewächshaus ist auch mein Vater angerückt und haben wir das zusammen gemacht. Weil das war echt schwierig dann mit den Betonfundamenten und so. Ne? Da habe ich dann gerne auch mal Hilfe und mache das nicht ganz alleine. Aber sonst kann ich relativ viel alleine, auch mit Holz bauen und so. Und das kam mir natürlich total zugute. Und ich weiß, also alle meine Freundinnen haben eigentlich damals gedacht, so als ich hier hingezogen bin, und das Haus ist wirklich ein bisschen weit außerhalb, hier gibt es auch keine Straßenbeleuchtung und keine Bushaltestelle in einer halben Stunde Entfernung und so. Also da haben also wirklich eigentlich alle meine Freundinnen haben gefragt, hast du keine Angst da alleine? Habe ich gesagt, nee, wieso? Ja. Das kenne ich dann zum Beispiel gar nicht, ne, weil ich immer das Gefühl habe, so ich kann mich ja wehren. Und das ist sicherlich auch was mein Vater mir so mitgegeben hat, dieses Vertrauen in meine eigene, in mich und in das, was ich anpacke, dass das schon dann irgendwie auch gut wird. Es hat doch seinen Sinn, mit 9 Jahren Autofahren zu lernen. Ja, genau. Ah, das ist, schön, dass ihr euch noch habt. Das klingt doch, klingt wirklich toll, dass ihr noch viel, viel Zeit miteinander verbringen könnt. Ja, das stimmt. Jetzt werden wir ein paar Tage auf Rügen gemeinsam verbringen, nach dem Vatertag. Da freue ich mich schon sehr drauf. Rügen ist, glaube ich, ihre, weil sie machen ja auch sie machen wunderschön diese Reisesendung, sie machen auch noch diese tollen Inselreportagen. Aber ich habe gelesen, Rügen ist die Lieblingsinsel. Ja, meine persönliche. Also wenn ich gefragt werde, auf welche Insel sollte ich denn mal fahren? Ich habe ja alle bereist, ne, für Reportagen in Deutschland, Ostsee wie Nordsee. Dann sage ich immer, frage ich immer so ein paar Dinge ab. Mit Kindern oder ohne, wollt ihr was erleben, wollt ihr nichts erleben? Weil nur weil Rügen meine Lieblingsinsel ist, ist das nicht die richtige Insel für jeden, ne? Ah, verstehe. Aber ich bin, also ich habe Rügen auch als Reiterin kennengelernt, weil ich da mal durch Zufall über so ein Reitevent hingekommen bin und habe dann also einfach die Natur dort so lieben gelernt, weil durch die DDR-Vergangenheit gibt es da halt riesige Felder, weil das waren ja alles diese LPG-Einheiten, ne? Und die haben auf Rügen auch nicht die Tradition, dass es da Zäune gibt, weil da auch viel einfach Getreide und Mais angebaut wird und so und weniger jetzt, also gibt es auch Kühe, ne, und Viehhaltung, aber eben einfach viel auch Anbau stattfindet und dann hast du keine Zäune und das ist natürlich super als Reiter, wenn dann die Stoppelfelder sind und du dann da am Feldrand entlangjagen kannst und bis zum Horizont irgendwie galoppieren kannst, ohne dass ein Hindernis kommt. Und dann hast du da halt Wälder auf Rügen, wunderschöne Naturwälder, du hast Felder, du hast das Meer, du hast den Bodden, du kannst mit dem Pferd da ins Wasser reiten. Das ist halt, so habe ich Rügen kennengelernt und ich habe da immer Reiturlaub gemacht, zweimal im Jahr. Das ist natürlich für eine passionierte Reiterin wie Sie. Aber auch ich glaube, wenn man nicht reitet, ist es landschaftlich, ich habe immer so ein bisschen Angst, dass Rügen überlaufen ist, aber dann hat mir letztens jemand gesagt, der ist dort geboren, der sagt, nee, ich darf es zwar nicht so laut sagen, aber da gibt es noch Stellen, da ist es wunderschön und da ist es auch noch einsam. Ja, in den typischen Seebädern, ne, Binz, ne, und Selin und so, da ist natürlich viel los zur Hauptsaison, aber wenn man zum Beispiel zur Nebensaison kommt, ist es wunderschön ruhig und es gibt so viele Ecken, die ganz ruhig sind und ich war sowieso immer in der, also eher so in der Inselmitte.
Da ist so eine Reitanlage, wo ich dann auch ganz viele Freunde habe mittlerweile. Ne? Und da bin ich halt immer und bin ich halt auch immer gewesen. Und deswegen ist für mich jetzt gar nicht so, also die Insel an sich, sondern vielleicht eher aus so einem sozialen Umfeld, was ich dann mittlerweile habe. Ja, aber das gehört ja dazu. Das stimmt. Ja gut, das hätte ich mir jetzt auch auf Mallorca oder so suchen können. Ne? Aber ich habe es mir halt auf Rügen gesucht und ich bin da sehr, sehr, sehr glücklich. Ach, das ist doch wunderbar. Und wer passt jetzt aus oder wer gießt zum Beispiel im Frühling, Sommer die Pflanzen und Blumen, wenn sie auf Reisen sind? Ja, das ist tatsächlich immer eine Organisationsfrage, ne, mit meinen Viechern. Also ich habe eine ganz tolle Nachbarin, das ist die mit den Kindern, die jetzt so gerne Gemüse essen. Die haben dann auch gleich ihre Aufgabe dann. Richtig. Die können dann auch ein bisschen ernten und so. Ja, die Kinder wollen dann halt sich um die Hühner kümmern, ne? Die freuen sich dann und die holen dann die bunten Eier und dann essen die natürlich auch die Eier. Die haben ja eine super Belohnung, ne? Die haben ja jeden Tag, können die sich dann ja auch das ernten, was hier wächst und das essen und dann die Eier mitnehmen und das essen. Deswegen machen die das super gerne. Und ich hatte aber auch schon Zeiten, wo dann einfach mal eine Freundin hier hingezogen ist. Ja, das ist, aber es ist mal, also so wie man, also ich bin ja noch nicht so, ich bin ja jetzt, im Moment bin ich noch so mit Blumen, aber total, also wirklich Blumen, ich liebe Blumen und habe so viel angepflanzt und habe halt gemerkt, dass ich dadurch nicht mehr so gerne wegfahre, weil, also es geht dann, also besonders Frühling, Sommer, ne, weil ich will das niemand zumuten und ich muss ganz ehrlich sagen, das muss ich vielleicht rausschneiden, damit ich niemand beleidige, aber sie machen es halt nicht so, wie ich es mache halt, das ist normal, auch meine Kinder, ja, die machen dieses, die gießen dann und aber ich komme nach Hause und dann bin ich manchmal so traurig, da hat der sich verabschiedet, die Blumen oder die. Also ich komme schweren Herz, ich fahre nicht mehr so gerne weg, seit ich diesen Garten so in mein Herz geschlossen habe. Ich glaube, das müssen Sie gar nicht rausschneiden, weil ich glaube, das kennt jeder. Kennt es jeder, der in Urlaub wegen rausschneiden, wegen meinen Kindern, die geben sich so eine Mühe, aber die hören das eh nicht, die hören ja nicht, was die Mama macht im Radio. Insofern, aber sie geben sich sehr viel Mühe, aber es ist halt derjenige, dem das gehört, das merken die Pflanzen anscheinend. Ja, ich glaube, ja, man kennt die Pflanzen dann ja auch besser. Also es ist, glaube ich, wirklich so, man kümmert sich selber immer am besten so und es ist auch immer ein bisschen Schwund. Ja, so muss man das sehen. So pragmatisch wie die Ostwestfälin einfach. Ja, genau. Und richtig, aber man kann ja auch, also im Übrigen, ich kenne mich nicht so aus im Zierpflanzenbereich, ne? Ich wurde neulich gefragt, ob ich nicht mal ein Buch machen kann über so Gartenpflege grundsätzlich, habe ich gesagt, nee, das ist jetzt nicht meine Expertise, ich bin die Gemüsefrau. Aber genau, es gibt Sachen, die man wirklich essen kann dann. Genau, ne? Ja. Aber es gibt ja auch bei der Gartenanlage, das kenne ich aus meinem eigenen Garten, gibt es ja auch Pflanzen, die tief wurzeln, ne? Und Pflanzen, die flach wurzeln. Und wenn man jetzt viel unterwegs ist und beruflich, dann nimmt man sich halt Tiefwurzler. Ganz genau. Und so eine Tomate zum Beispiel, die braucht zwar viel Wasser, aber eine ausgewachsene Tomatenpflanze, die hat ja Wurzeln, die sind bis zu 2 Meter lang. Die muss man nicht jeden Tag gießen. Und klar, wenn du frisch einsäst und so ein Samen, ne, der darf nicht austrocknen, sonst stellt er das Wachstum ein, so ein kleiner Keimling. Ne? Da muss man dann halt mal gucken, dass man in der Phase dann da ist oder das halt dann in der Anzuchtschale macht, ne, die sich vielleicht selbst bewässert. Da gibt's ja auch tolle Systeme. Also ich bin da wirklich sehr pragmatisch geworden. Und ansonsten habe ich bei mir im Garten einfach Dinge, die man auch mal alleine lassen kann. Also zum Beispiel, ich sage immer, Anfänger sollten auch zum Beispiel eher Pflücksalat anbauen, weil ein Kopfsalat, den musst du halt zu einer bestimmten Zeit dann auch ernten. Und wenn du dann gerade 2 Wochen im Urlaub bist, dann kommst du wieder und der Kopfsalat ist geschossen und bitter geworden, dann ärgerst du dich. Ja, wenn du aber Pflücksalat machst, wo du eh die ganze Zeit schon die kleinen Blätter abpflücken kannst, ne, der wächst ja immer wieder nach, oder am besten noch Mangold einmal eingesät, kannst du irgendwie 2 Jahre lang ernten, indem du nur die äußeren Blätter abschneidest, da kannst du nichts falsch machen. Der hat auch schöne lange Wurzeln, der kommt auch mal mit trocken, klar, jetzt nicht mit Sahara-Sommer, ne, 4 Wochen kein Wasser, das geht nicht. Aber mit einem normalen Sommer kommt er total zurecht und über die Runden, ohne dass man sich ständig um den kümmern muss. Und du kannst halt davon essen. Und zwar, wie gesagt, 2 Jahre lang, weil er im Winter zwar verkümmert, aber dann wiederkommt im Frühling von ganz alleine. Ja, ist wie ein Wunder, ne? Es ist einfach großartig. Bei vielen Kräutern ist das ja auch so. Und wenn du dir sowas in den Garten holst, da kannst du gar nichts falsch machen. Also ich habe hier einen Teil in meinem Garten, da sind die Kräuter, da habe ich gar nicht geguckt. Ich glaube, ich war von Dezember bis März nicht in diesem Teil des Gartens. Und dann bin ich dahin und wollte das wieder kultivieren, da war das alles schon wieder gewachsen. Der schönste Thymian, der schönste Salbei, der schönste Schnittlauch, Petersilie, Glattkraus, von ganz alleine. Und wenn man das so ein bisschen beherzigt, dann ist das eben auch alles kein Problem, wenn man auch mal weg ist zwischendurch.
Also wir sind total angefixt, Judith. Ich hoffe, ich konnte meine Begeisterung teilen. Also wir haben alles, weil es gibt ja jetzt auch in Thalia, ich sage jetzt einfach mal den Namen, da gibt es ja jetzt einen richtigen Tisch. Ich habe das gesehen, also ich habe es noch nicht live gesehen, aber bei dir zu Hause war das ja alles aufgebaut und ich habe mir Bilder angeschaut. Also da ist diese ganze Pracht dessen, was Judith Rakers geschafft hat mit ihrem Home Farming, das kann man alles bewundern. Ja, das stimmt. Ich bin ja ein kleines Start-up, ne? Ich habe das wirklich bei mir im Wohnzimmer, habe ich mir dann so einen Tisch besorgt, selber mit dem Anhänger, so, auf dem das dann aufgebaut werden soll, und habe geguckt, wie viele Produkte passen denn da überhaupt drauf und wie dekoriert man das Ganze am besten, weil ich da ja auch wieder Authentizität reinbringen wollte. Es sind also Fotos, echte, von den Tieren und von der Farm mit drauf, ne? Und die ganzen Produkte. Man muss ja auch immer dann gucken, wie viele Produkte passen auf den Tisch von jedem Einzelnen und so und wie sieht das alles hübsch aus. Und jetzt sind es sind 94 oder 96 Thalia-Filialen, also nicht alle machen mit, aber viele deutschlandweit haben diesen Tisch dann jetzt tatsächlich so aufgebaut mit all den Produkten. Und da gibt es halt Bio-Saatgut, seltene Sorten, ne? Besondere Sorten packe ich immer in meine Boxen rein. Und das ist vielleicht auch nochmal interessant, dass mit diesen Boxen auch versuche ich Hilfestellungen zu leisten. Was ich vorhin auch sagte, so ein bisschen, man kann es sich einfach machen oder schwer. Ne? Also es gibt zum Beispiel eine Saatgutbox für Anfänger. Da ist dann halt nur Gemüse drin, was total einfach anzubauen ist. Und es gibt eine Saatgutbox für Fortgeschrittene und Leidensfähige. Das ist so gut. Da sind dann Sachen drin, die man vielleicht als Anfänger nicht unbedingt machen sollte. Es sei denn, man ist ein Mensch, der auch als Skianfänger gerne sofort die schwarze Piste runterfährt. Das kann man machen, das kann auch gut gehen, aber es kann auch schief gehen. Es kann auch sehr schief gehen, genau. Genau. Nee, das klingt doch sehr, 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 sehr gut. Und wenn man so, aber es ist verrückt, ne, aus was alles passiert ist, ne, in ihrem Leben, aufs Land zu ziehen und dann ist so ein Unternehmen, Sie sind ja jetzt Unternehmerin, das kann man ja wirklich sagen, ne? Also war ich vorher natürlich auch schon, weil ich immer schon selbstständig war, ne? Also ich war auch als Moderatorin, auch bei der Tagesschau, immer selbstständig. Unternehmerin dadurch natürlich auch. Und ich habe auch schon vor vielen Jahren eine Produktionsfirma gegründet, wo wir auch schon mal Fernsehformate umgesetzt haben, wo ich auch meinen Podcast mit produziert habe und das Online-Magazin mit produziere. Aber durch diese Produktwelt, die ist jetzt neu, ne? Die ist jetzt seit anderthalb Jahren dabei, weil ich auch irgendwas gesucht habe, wie ich dieses Online-Magazin, das ist ein kostenloses Angebot, ne? Und der Podcast auch, wie ich das finanzieren kann. Und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht durch Produkte, die halt auch dazu passen, ne? Zu dem Content, zu dem Inhalt. Ja, das war so meine Idee, weil ich auch als Tagesschaufrau keine Werbung machen durfte und auch keine Werbung platzieren durfte. Und irgendwie muss man ja, entweder man nimmt dann Geld, ne, von den Leserinnen und Lesern, oder man muss einen anderen Weg finden. Und ich habe dann halt mich für diese Produkte entschieden, die ich dann auf den Markt gebracht habe. Und die haben dann eben im Onlineshop dann so viel Zuspruch gefunden, dass jetzt auch dann der Handel Interesse hatte an diesen Produkten. Und jetzt probiere ich das einfach mal. Also ich bin, was das angeht, sind wir hier ein kleines Start-up. Ich hatte die Ware am Anfang in der Garage. Und wenn wir auf eine Messe gefahren sind, sind wir mit dem Pferdeanhänger hin. Und da war der Messestand im Pferdeanhänger. Und dann habe ich den da selber rausgeräumt und wieder reingeräumt. Und dann haben die Leute auch schon mal geguckt und gesagt, Mensch, guck mal, die Frau von der Tagesschau, die räumt da selber ihre Kisten hin und her. Ja, brech so mir ist da das kein beim Zacken Start-up. Aus. Ja, und auch wenn man so pragmatisch ist, ne, so ist das dann. Das klingt doch sehr, sehr gut. Also das, vielen, vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben auf Judiths kleine Farm. Und wir haben jetzt so einen schönen Eindruck bekommen. Und alles andere findet man bei uns auf der Seite. Und was soll ich Ihnen wünschen? Haben Sie irgendwas, was Sie gewünscht bekommen wollen? Ja, wenn Sie mir was wünschen möchten, dann wünschen Sie mir doch, dass dass die Leidenschaft, dass die nicht abnimmt. Ach, ja, ich glaube, das brauche ich gar nicht wünschen, aber vielleicht schade, weil die spürt man ja. Also, aber ich wünsche Ihnen, dass die Leidenschaft nicht abnimmt, aber habt da gar keine Bedenken und vielleicht Gesundheit, weil Gesundheit, das ist etwas, das ist ein bisschen, das kann man immer gebrauchen. Das stimmt. Oh ja, das stimmt. Ja, dann vielen, vielen Dank und einen schönen Tag und hat mich sehr gefreut. Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Bis dann. Tschüss. Tschüss.